So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Ja, der zweite an der Zahl und der allererste mit Capture Card. Eigentlich wollte ich den ersten gegen Pascal machen, also Kuchenjäger, aber das hat leider nicht geklappt, weil ich Internetprobleme hatte. Aber jetzt scheint es zu gehen und deswegen kämpfe ich endlich mal gegen euch, Leute, weil ich habe die Abonnentengruppe jetzt schon seit ein paar Monaten und echt ganz selten gegen euch gekämpft. Also ein paar Mal, schon 10, 20 Mal, aber im Vergleich so lange, wie die Abonnentengruppe existiert. Und wir spielen heute Enyo. Ich habe dabei mein. Das seht ihr gerade nur, wenn ich diesen 3DS-Button hier kurz einfüge. Ariados mit den Focus Sash, Schwalbus mit den Heiß Orb. Sog, also Caradonis mit dem Walschall. So, jetzt muss ich gerade nachdenken. Shellog mit dem Evoliten. Dieses Blair Witch, also Traunfugil, Traunmagil mit Offensivfeste und Mr. Claw mit Leben Orb. Ja, und dann starten wir auch gleich. So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mal die Aufnahme muss. Ihr seht jetzt meine Maus, aber die kann ich ja im Nachhinein wegmachen. Und dann, so. Kämpfen wir auch schon. Och, Capture Card ist so geil, Leute. Und ich habe meine Webcam drin, wo ich meine Haare geschnitten habe und nicht mal gekämmt habe und scheiße aussehe, aber abgesehen davon. Ah, jetzt kann ich dieses Snipping-Tool verwenden, damit ich die Bilder machen kann. Dann habe ich immer ein Bild von seinem Team parat. Das ist sehr praktisch. Das ist natürlich ein bisschen unprofessionell, Leute, aber ihr versteht das sicher. So. Kein Problem. Das wird jetzt ab jetzt immer so ablaufen. Also könnt ihr euch gleich dran gewöhnen, aber ich hoffe, das macht euch nichts. So. Er hat aber ein. Oh, Rotena. Groink. Rechtsradikal. Plaudergeil. Drei Normal-Pokémon. Und einen Geist. Oh. Eine Geistschwäche und Geist und Normal muss ich auskontern. Das ist gar nicht mal so ein gutes Team. So von Schwächen her. Ich glaube, ich kann hier gut mit Zork leanen, weil ich da mit die Unlicht-Pokémon gut treffe. Oder beziehungsweise Psycho-Pokémon. Und das Geist-Pokémon mit Knockoff und den Rest mit Nahkampf. Good luck an meinen Gegner. Habe ich aber auch schon geschrieben. Oh, habe ich lange nicht mit Webcam aufgenommen. Und das ist gleich das erste Stück. Ich habe es jetzt übrigens hingekriegt mit dem Ingame-Sound. Wir hören jetzt die Musik von drinnen. Und wir werden alle Stücke mal durchgehen, bis wir eins der besten finden, weil ich weiß jetzt nicht, welches das Gute und welches das Schlechte ist. Ja, wir dienen mit Zork, war klar. Und dann Plauderkai. Plauderkai ist schneller als. Ja, ich bin gescarft. Ich bin gescarft. Das müsst ihr bedenken. Aber ich habe die Überbrückung hier drauf und ich möchte gerne das Sturdy haben. Ich könnte auch auf Ice Heap gehen und den Freezer dabei hoffen. Okay, fuck, ich habe gar keinen Rockslide drauf. Ich habe Steinkarte drauf. Dann gehe ich auf Ice Heap und hoffe auf den Freeze. Vielleicht wechselt er auch raus. Aber wenn ich eher würde ich jetzt auf den sicheren Überschallknall gehen. Und jetzt, komm, wir kriegen den Freeze. Freeze, 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 Freeze. Ja, dass das ein Sash war, war klar. Nein. Okay, Geschwätz. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Das dachte ich mir schon, dass das nicht reicht. Aber er verwirrt mich. Ich weiß nicht, ob, wie viel Prozent der die Chance ist. Und da ich mein Caradonus noch aufbehalten möchte, gehe ich in meine spezielle Wall, wenn ich überhaupt eine dabei habe. Beziehungsweise einfach in mein speziell defensives Pokémon. Und zwar mein Traumagil. Vielleicht geht er auch auf Überschallknall, weil er einfach sich ein bisschen sicherer ist. Hier auf Überschallknall. Nein. Beziehungsweise auf Boomburst. Ich bin immer so einer, der deutschen Namen eher benutzt. Und Leute, Capture Card ist. Fuck! Mann! Schon wieder. Capture Card ist eine geile Qualität, das kann ich euch sagen. Und wir gehen hier auf einen Zauberschein. Oder? Was wechselt er als spezielle Wall? Wahrscheinlich in Groink, aber das zu predicten ist mir zu riskant. Ja, ich gehe einfach auf Zauberschein. Das verrät dir nichts, was ich so drauf habe. Okay, er denkt wahrscheinlich in Groink. Also so würde ich es jetzt machen. Oder Routine, okay. Oh, da trifft der Zauberschein sogar nicht mal gut. Wenn ich überhaupt durchkomme, ist die Frage. Komm. Yes. Aber es macht eh nicht viel Schaden. Wieso freue ich mich überhaupt? Ich freue mich eher damit, dass ich mir selber keinen Schaden mache. Aber da ich Assault Whisp bin, kann ich auf den Spukball gehen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt in den ganzen Rahmen hier eingefügt wird, weil ich das erst noch machen muss mit Husky und so. Den kennt ihr, ja, könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Nicht dann, wenn es wichtig ist. Ach komm, das könnt ihr doch auch mal missen. Mann, doch nicht, wenn es wichtig ist, Mann. Das kotzt schon ein bisschen an. Aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt rauswechselt. Und wenn nicht, kann ich einfach. Habe ich ein Wasser-Pokémon dabei? Mr. Claw, bei der speziellen Defensive wird das kaputt gemacht, deswegen gehe ich auf Shellog. Shellog ist ein guter Match. Oh Leute, Capture Card Quali ist einfach so genial, das kann ich euch sagen. Es wird so wahrscheinlich jeden Tag ein Wi-Fi-Battle geben, wenn es weitergeht. Und ja, Wish. Wen will er hochheilen? Wie viel Plaudergeil? Ja, gut. Aber ich werde jetzt einfach aufs Gold gehen.
Oder Toxic. Nichts, um Toxic abzufangen. Das ist sehr praktisch, wenn ich hier so eine Liste habe und nicht alles aufgeschrieben haben muss. Bestes Deutsch, ich weiß. Aber ich glaube, ich gehe sogar auf ins Gold, ja. Er hat nichts zum Reinwechseln, außer dieses komische Pflanzenteil. Magiemantel, okay. Oh, sehr gut, dass ich nicht aufs Toxic gegangen bin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Ja, ist zwar sehr effektiv, aber. Hey, es ist ein Starter der zweiten Evolutionsstufe gerade oder Starter der zweiten Evolution. Evolutionsstufe, so. Ich bin noch etwas verstuft, Leute. Das entschuldigt ihr bitte. Und Irrlicht. Ja, das kann mir egal sein. Ich gehe straight auf das Siedewasser. Ich weiß gar nicht, ob Rotela eine Recover hat. Habe ich schon erwähnt, dass ich verstuft bin? Ja, es macht sau wenig Damage. Ich will aber nur das Toxic draufkriegen, weil er noch nicht weiß, dass ich es drauf habe. Mache ich es jetzt einfach mal. Vielleicht wechselt er auch genau jetzt raus. Nee, wusch. Wenn das Toxic jetzt trifft, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es scheiße. Yes, Toxic ist durchgekommen. Das Blöde ist, dass ich halt mit Shiloh keine Recover-Attacken habe. Aber er hat eigentlich auch nichts, was mir richtig Schaden macht. Das ist übrigens meine Denkerpose. Kein Spaß. Ja, hau mal ein zweites Siedewasser raus, würde ich mal sagen. Er rechnet vielleicht mit einem Schutzschild. Was natürlich für mich blöd wäre, weil ich würde ja eh Verbrennungsschaden kriegen. Also ist der Chip-Damage, ich glaube, so nennt man das, für ihn gar nicht mehr so schlecht. Geh in Plaudergeil. Und nicht in wie heißt der Shit? Okay, Groik. Aber das Ding kann auch Magiemantel, das weiß ich. Vielleicht macht er das gleich. Vielleicht kriegen wir hier einen Burn drauf. Nee, und er ist Lefty, okay, dann weiß ich Bescheid. Oh Leute, wenn ich eine Capture Card sehe, das ist einfach so genial. Hier spiele ich mit dem DS und ich sehe es hier auf meinem PC. Das ist ein geiles Gefühl. Auf weitere Toxic gehe ich nicht, da ich jetzt glaube, dass der T-Bolt kommt. Wechsle ich einfach in meine Bitch. Ah, hätte schon so einen ekligen defensiven Core mit diesen Pumpkin und Groink. Das ist echt eklig. Ups, jetzt bin ich glaube ich gegen den DS gekommen. Aber das seht ihr ja gar nicht mehr in der Aufnahme, wie genial. Ich kann hier den DS durch die Gegend schmeißen, was natürlich nicht so ratsam ist, aber könnte es theoretisch machen. Und Psychoschock. Das könnte reichen. Das reicht auch. Ah, ich habe endlich mal einen Free Switch. Ein Free Switch ist auch nicht mal schlecht. Aber mein Traumagil ist weg. Das ist auch nicht so geil. Ich überlege, ob ich jetzt das Sticky Web durchkriegen will. Ich glaube schon. Und er wird vielleicht vor der Käferattacke Angst haben. Weil ich mein Ariados kann auch mal mit viel Enderwein raushauen. Raushauen. Und deswegen bringen wir das Sticky Web raus. Boah, Leute, das ist einfach so geil. Wi-Fi-Battles. Oh Leute, ich bin gerade echt noch im. Jetzt bin ich wieder im Catcher-Cut-Hype. Es hat zwar über den Stream abgelassen. Danke an Leute, die vorgestern oder gestern, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, beim Stream dabei waren und. What the fuck? Macht das viel Schaden, aber ich habe mein Sticky Web durchgekriegt und da ich schneller war, gehe ich jetzt auf meinen Vielender. Und der macht sogar jetzt mehr Schaden durch die Fähigkeit. Macht er jetzt sogar noch mehr Schaden. Das ist wie sowas wie Sturzbach oder sowas, hat das, glaube ich jetzt. Elf Pokémon-Entwicklungen. Ja, ich habe hier nicht viel entwickelt. Ich habe das alles meiste von X und Y rüber geholt. 194 GP, ja. Und komm, der macht jetzt guten Schaden. Was? One Shot? Was? Ariados, too powerful. Scheiße. Ariados one-shottet das Scheißteil einfach weg. Ja, damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob rechts radikal schneller ist. Ich hätte jetzt auf den Tiefschlag gehen können, aber ich kann auch sein, dass er auf ein Schutzschild geht. Kehrtwende, sehr gut. Er denkt, er wusste nicht, dass ich auf war. Ich hätte auf Sucker Punch gehen müssen. Das wäre sowas von genial gewesen. Ja, gut. Also, Ariados echt super Arbeit, dieses Groink weggekriegt. Also, die spezielle Wall, schätze ich mal von ihm. Super, super Arbeit von dir. Und wir kriegen den Free Switch. Oh, dass das Traumagil tot ist. Boah, dieses Ariados One-Shot, das hat kein Angriffsinvestment, Leute. Und bam, viel ändert. Zerstört dieses Kroink einfach nur. Und das Kroniowild sieht im Vergleich zum Shiny Winter gar nicht mal so geil aus. Wir können hier echt auf den Nahkampf gehen. Er hat zwar Pumpche noch. Nahkampf oder Abschlag? Ich glaube, er geht in Pumpkin Abschlag.
Er denkt nach, das ist schon mal gut. Bitte bleib nicht drin. Yes, 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 Leute, Mann, geil. Da klappt der gute Predict hier. Und er sollte selbst einen Punch-Schaden machen. Erstmal schön Sticky Web. Vielleicht wird es ein Two-Shot. Oder ein bisschen weniger. Jetzt weiß er aber, dass ich gescarft bin. Das kann er wissen von mir aus. Aber das weiß er wahrscheinlich auch, als ich Plaudergeier outspeedet habe. Er ist Beulenhelm, verdammt. Egal, wir haben einen fucking. Ja, Abschlag rausgegeben. Ah, der Beulenhelm ist scheiße. Der Beulenhelm ist scheiße, weil er, glaube ich, jetzt immer noch drauf ist. Aber ich kann jetzt in meinen Schwalboss gehen. Ich möchte nicht in mein Kingler, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Ding one-shotten kann. Und dieses Schwalboss kann es bestimmt. Er hat nichts in den Brave Bird reinzuwechseln. Nein, hat er nicht. Schlussflug. Das sollte sogar reichen. Eigentlich bin ich mir sogar sicher, dass es reicht, weil Schwalboss ist ein Powerhouse. Wenn man es auch nicht ansieht und yes, es reicht. Das wird ein spannender Kampf, Leute. Aber ich kann immer noch verlieren, also. Mein Gegner spielt auch nicht schlecht. Und ja, der Rückstoß ist klar. Und ich kriege meinen Burn, also meinen Guts. Aber der Schaden kommt erst ab nächster Runde. Und jetzt kann ich free auf meine normalen Attacken gehen. Sehr gut. Kronjuwild. Wie schnell ist Kronjuwild? Und es ist sowieso im Klebenetz. Aber ich kann's. Ich werde es einfach mit Fassade one-shotten, schätze ich jetzt mal. Ich hoffe einfach nicht, dass er sich nicht an die Item Close hält. Da hätte ich nämlich nichts dagegen. Und zweimal Focus Sash dabei hat und BAM! Deswegen habe ich eigentlich auch Schwalboss in die GPL damals halt mitgenommen, weil es einfach so krass ist, wenn es zu der Möglichkeit kommt, Fassade rauszuhauen, weil es halt einfach so unglaublich schnell ist. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, mit den Guts hat es jetzt einen Angriff, ich glaube es hat eine 90er Base, also an sich einen normalen Angriff von 140 und rechtsradikal, okay? Rechtsradikal, den Insider müsstet ihr kennen. Ich habe da mal ein Bild ne, das habe ich gar nicht gepostet hier, das könnte ich mal einblenden, ne, wenn ich es nicht vergesse. Aber ich werde es wahrscheinlich vergessen, deswegen irgendwann T-Shack. Schwalboss! Alter! Der Crit hat nicht gemeldet. Wenn Horn schon einen so ein komisches Teil gewonshottet hat, Kronjuwild. Wow! Schwalboss! Geniales Pokémon, Leute. Kann ich echt nur empfehlen. So, sein letztes Pokémon, das übrig ist, wird sein. Plaudergei und Rotena hat er noch. Ich werde den Shillock wechseln, weil ich echt Angst vor Plaudergei habe. Plaudergei kann ich mich noch mal Kringler one-shotten, ne? Ja. Plaudergei, bitte bleibt da drin und versucht mich zu killen. Denn dann habe ich gewonnen durch Kringler. Yes, er versucht mich zu killen, das wird nicht reichen. Yes, Shillock ist so ein Power, also so eine defensive Wall. Jetzt kann ich Rotena kann hier von mir schön meinen Shillock healen. Wobei ich weiß gerade gar nicht, wer schneller ist. Kingler oder Rotena. Aber ich glaube, es kann mich. Oh, das wird nochmal spannend, Leute. Ich habe keine Recovery drauf. Das ist echt auch nicht so geil. Aber ich kriege jetzt nochmal ein bisschen Damage draus durch das Gift. Okay, ich bin schneller, gut. Sticky Web. Den Kampf haben wir gewonnen. Auf jeden Fall ein geiler Kampf. Das kann man sagen. Ein saugeiler Kampf. Schöne Predictions. Der Knockoff zum Beispiel auf Pumpkin. Und ich habe, glaube ich, auch keine Hacks gesehen. Ich habe halt mit vielen Ländern getroffen. Wow, Ariados und Schwalboss. Aber ich werde Schwalboss als Thumbnail wahrscheinlich benutzen. Und das war schlau gemacht von ihm. Dass er jetzt auf den geht. Oh, ich sterbe gar nicht durch die Burn Damage. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Wenn er Pech hat. hat er jetzt kein Protect. Dann könnte das ein Scald. Crit. Okay, er hat kein Protect oder er setzt halt einfach nicht ein. Okay, es reicht nicht. Und ich glaube, dass der Wish kommt vor den Toxic. Aber ich glaube, ein Krabhammer sollte es dann one-shotten. Wobei ich überlege, ob ich auf den Abschlag gehe. Ich glaube, ich gehe ja auf den Abschlag, weil Krabhammer kann immer noch. Ja, gut, bei der Range. Gut, aber das Toxic bringt es weiter runter. Ah, komm, Abschlag reicht auch. Komm, Mr. Claw, du machst es jetzt. Mr. Claw, tu es für die Kids. Ich tue alles für die Kids. So, und dann hauen wir jetzt. Komm, Abschlag. Komm schon, komm schon, komm schon. Hä, der trifft neutral? Psycho und Feuer. Feuer wirst du doch nicht resistet. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ist es vielleicht erst Feuer? Nur Feuer?
Da hätte ich echt auf den Abschlag gehen können, aber es hat trotzdem gereicht, nicht mal sehr effektiv und kaum viel Speicher, ne, habe ich ja gerade alles hier aufgenommen. Und damit bedanke ich mich bei meinem Gegner Felix fürs Kämpfen mit mir und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr zugeschaut habt. 15 Minuten ist eine gut ordentliche Zeit, also Oras Wi-Fi Battles werden jetzt echt geil folgen, Capture Card einfach genial. Und wir sehen uns in einer neuen Folge, neues Team, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich auch noch gegen Kuchenjäger kämpfen in der Zeit. Ist auf jeden Fall auch ein cooler Poketuber. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und ansonsten, wenn ich nicht zu so scheiße aussah, könnt ihr mir natürlich auch Haarpflegeprodukte, nein, Spaß, nicht in die Kommentare schreiben. Also Leute, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sehen uns in einer neuen Aufnahme.